So, es wird jetzt aufgenommen und ich mache noch den Stream an. Schau mal. Gut, ich gehe jetzt live. Starten wir, ja, passt, okay. Gut, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Podium, ich darf Sie heute im Namen von Freda und Wirkin Saloka zum heutigen Webinar begrüßen. Mein Name ist Alexander Heber, Vorstand des Vereins Wirkin Saloka und ich werde Sie heute durch den Abend führen. Zu Beginn möchte ich Frau Wiesing aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Wir wünschen ihr auf diesem Weg gute Besserung. Dem Publikum möchte ich gerne mitteilen, dass Sie über Chat Fragen stellen können, die wir später dann beantworten werden. Also der zeitliche Ablauf ist circa bis 20.45 Uhr. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgenommen wird und live gestreamt wird. Nun gehen wir in die Diskussionsrunde. Ich darf die einzelnen Podiumsteilnehmer nun persönlich vorstellen. Beginnen möchte ich mit Frau Dr. Liz Hirn. Sie ist Philosophin, Buchautorin, ehemalige Research Fellow am Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Obfrau des Vereins für praxisnahe Philosophie und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für angewandte Philosophie. Sie ist Philosophiepraktikerin mit den Schwerpunkten Gesellschaftskritik und Philosophie und Kunst. Sie hat eine Lehr- und Forschungstätigkeit an verschiedenen Universitäten weltweit. Sie hat langjährige Erfahrung mit Projekten für Schulen, Universitäten, Unternehmen und Privatpersonen im In- und Ausland. Ihre letzten Publikationen, Wer braucht Superhelden, geht's noch? Und sie führt auch einen Podcast, Philosophieren mit Hirn. Oh wow. Als zweite Person am Podium möchte ich Frau Magister Sibylle Hirn vorstellen. Als Quereinsteigerin in die Politik gekommen ist Sibylle Hamann seit einem Jahr Abgeordnete zum Nationalrat und Bildungssprecherin der Grünen. Für sie sind Kindergarten und Schule nicht bloß Orte, an denen man lesen und schreiben lernt. Hier entsteht Gesellschaft im wörtlichen Sinne. Hier können Menschen aus verschiedenen Milieus zusammen, hier macht man Erfahrungen, an die man sich oft ein Leben lang erinnert. Hier entstehen auch Beziehungen. Und eben weil Schule ein derart prägender Ort ist, muss sie fair, schützend und ermutigend sein, beziehungsweise zur Demokratie, zur Selbstbestimmung und zur nachhaltigen Verbesserung der Welt beitragen. Und als dritte Person am Podium möchte ich Frau Gabriele Hadl, PhD, Doctor of Philosophy im Fach Soziologie vorstellen. Sie ist Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin des Textbuches Ecomedia Literacy auf Japanisch. Sie hat auch zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zur Bürgerbeteiligung, Zivilgesellschaft, Ökologie und Medien verfasst. Sie war auch Professorin an der KG-Uni Japan und ist derzeit Lehrbeauftragte an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Nun zu unserem heutigen Thema. Bildung ist Macht, Macht schafft Zukunft. Ist eine Bildungsveranstaltung, die eine provokative Neuausrichtung der österreichischen Bildungspolitik anregt und einfordert. Durch die Corona-Covid-19-Pandemie hat sich die Situation in der Schule vollkommen verändert. In dieser Veranstaltung stehen zwei zentrale Begriffe gegenüber. Bildung und Macht. Ist der gebildete Mensch alleine in der Lage, Zukunft zu verändern bzw. zu gestalten oder benötigt er dazu auch politische Macht? Ist Macht ausschließlich negativ zu bewerten und Bildung positiv? Ausgehend davon stellen sich für uns oder für mich folgende Fragen. Welche Inhalte sollten im Mittelpunkt des Unterrichts stehen, um ein eigenverantwortliches Handeln zu ermöglichen, ein friedliches Miteinander zu gestalten und das existenzielle Verständnis zu schaffen, dass unsere Erde ein lebendiger Planet ist, in dem Mensch und Natur im Einklang miteinander leben und es darum geht, die Zukunft des Lebens zu sichern. Diese Pandemie, wie wir alle wissen, hat starke Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, vor allem auf unser Schulsystem. Wie zum Beispiel das Stichwort Distance Learning. Unser Schulsystem ist noch stark geprägt durch Maria Theresa. Stichwort Obrigkeitsdenken, Kasernenmentalität. Erzeugt dieses Distance Learning mehr Selbstverantwortung, welches prägend für das 21. Jahrhundert sein kann und führt dieses Homeschooling zu einem endgültigen Abgesang dieses vorhergesagten Obrigkeitsmusters? Führt dieses selbstverantwortliche Agieren zu mehr Macht? Kreieren wir dadurch eine neue Form
des eigenverantwortlichen Menschen, quasi einen Humanismus 4.0. Wie lernen und arbeiten wir aufgrund dieser Veränderungen in Zukunft? Viele Fragen. Ich hoffe, das Probium kann uns ein paar Antworten darauf geben. Beginnen möchte ich mit Frau Dr. Lisieren. Können Sie uns einige Antworten auf die vielen Fragen nennen? Na, brechen Sie es mal runter und beginnen Sie mal mit einer und dann versuche ich mal von der weg. Durch dieses Homeschooling, wie soll man sagen, durch dieses Obrigkeitsdenken, diese Kasernenmentalität, was ich vorher genannt habe, durch dieses Distance Learning wird den Schülern schon einiges aufgebürdet, die Selbstverantwortliche zu sein, beziehungsweise selbstständig auch im Verhältnis zur Schule, wenn man direkt in die Schule gehen muss, dass man dadurch einen selbstverantwortlichen Menschen, wie soll man sagen, kreiert. Und durch dieses Distance Learning 4.0 sollte das genannt werden. Das ist halt die Frage, ob das eine Selbstverantwortung, ob das bei den Schülern mehr Selbstverantwortung erzeugt. Ich möchte jetzt da nicht den Spaß verderben, aber ich bezweifle das ganz stark, weil Selbst- und Eigenverantwortung, ich meine ja auch eine Bereitschaft und auch eine Pflicht ausdrückt, also für sein Handeln Verantwortung zu übernehmen. Jetzt ist einmal die Sache mit dem Distance Learning keine freie Wahl, sondern aus einem Notfall entstanden. Die Kinder sind nicht freiwillig ins Distance Learning gegangen, sondern wie gesagt in einer unvorbereiteten Situation, mit teilweise auch sehr unvorbereiteten Lehrpersonal, auch vollkommen verständlich, mit fehlendem Equipment. Also ich würde mal sagen, ich glaube, es wird getan, was irgendwie möglich ist, auch von den einzelnen Familien und Kindern. Aber ich würde nicht so optimistisch sein, zu sagen, jetzt werden alle selbstverantwortlicher dafür. Also ich glaube, da müsste man davor schon viel arbeiten mit den Kindern und den jungen Menschen, dass sie das entwickeln können und nicht hoffen, dass Technologien und digitale Medien da die Arbeit abnehmen. Ja, also das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Ja, wenn das ist, also wenn wir das voraussetzen können, dann glaube ich auch, dass in solchen Notfällen wie jetzt eben der Pandemie Distance Learning gut funktionieren kann. Vielleicht hängt das auch alles damit zusammen, dass es da Missverständnis gibt, wenn es ums Netz geht, ums Digitale. Ja, also diese Vorstellung, das ist so ein freier Raum, wo es keine Obrigkeiten gibt, wir können selbstbestimmt arbeiten etc. Jetzt für das ungeschulte Auge mag es so sein, aber wenn wir uns anschauen, wie gewisse Tutorials designed sind, welche Räume zur Verfügung stehen, würde ich nicht sagen, dass es da keine Autoritäten gibt, die das regulieren. Ja? Also auch hier ja, sind wir mit Obrigkeiten konfrontiert. Für mich ist eher die Frage, wie können wir Medien, soziale Medien, das Internet in der Schule präsenter machen, also vor allem der Umgang mit diesen Möglichkeiten, technologischen Möglichkeiten, die wir haben. Und dann noch ein zweiter Punkt, warum ich das selbstverantwortlich kritisch sehe, nämlich auch die Frage, wie viel Verantwortung ist jetzt jungen Menschen tatsächlich zumutbar? Das ist natürlich altersabhängig, aber die Frage werden wir anders beantworten für Volksschulkinder oder vielleicht für Kindergartenkinder als für Jugendliche in der Oberstufe. Ja, ich erinnere mich an eine Situation, bitte erlauben Sie mir jetzt die Anekdote, mit einer Elementarpädagogin, mit der ich mal geredet habe, gut, das ist den Kindern zumutbar, können wir philosophieren mit Kindern machen, was meint sie? Sie meinte, ja, das ist alles möglich, da können sie selber teilnehmen. Und dann sagte ich, naja, welche Themen sind nicht möglich? Welche Entscheidungen können Kinder zum Beispiel in der Volksschule und auch im Kindergarten nicht treffen? Und sie sagte, es gibt Entscheidungen zum Beispiel über die eigene Gesundheit, über die Art, welche Lerninhalte sie auswählen, da gibt es Grenzen. Wenn sie ein Kind fragen im Kindergarten, willst du zum Arzt, tut es dir so weh, willst du zum Arzt, dann wird es nicht sagen, ja, Pharma, ja, sondern es wird versuchen, diese Situation auszuweichen. Also es gibt einfach Entscheidungen, die auch Kinder überfordern. Und ich glaube, da müssen wir auch altersgerecht entscheiden anfangen, ja. Und nicht jetzt pauschal sagen, ist jetzt Homeschooling gut oder nicht, sondern tatsächlich, wo hat es einen Nutzen und wo gibt es wirklich vielleicht auch einen Schaden oder eine Überforderung. Ja, einfach auch, weil es dem Alter nicht entspricht, der Kinder. Vielen Dank, Florian. Frau Bildungssprecherin, aus Ihrer Perspektive, wie würden Sie das beurteilen? Na, für mich bleibt an diesem Wort Distance Learning einmal als allererstes das Wort Distanz hängen. Ja? Und das heißt immer Isolation, Vereinzelung. Und was das mit Kindern macht und auch mit Menschen generell macht, auch mit uns Erwachsenen, ist sehr, sehr unterschiedlich.
Es hat die Liz jetzt gerade den einen wichtigen Aspekt eingebracht, dass es selbstverständlich auf das Alter von Kindern ankommt, was das mit Kindern macht. Es ist aber sicher auch eine Frage der Persönlichkeit und des Charakters. Und ich glaube, wir haben da jetzt im letzten Jahr tatsächlich beobachten können, wie sehr unterschiedlich Kinder mit dieser Isolation umgehen können. Also jetzt in den meisten Fällen, ja, sind ja Kinder sehr angewiesen auf ein soziales Umfeld, auf ihre Peer Group, auf Freundinnen und Freunde. Und die allermeisten Kinder haben das als ganz, ganz schmerzvollen Verlust erlebt. Und dieses sich selber zu Hause organisieren müssen und sich selber quasi zum Lernen anhalten und sich selber hinsetzen, als unglaublichen Stress und Belastung erlebt, an dem manche Kinder gewachsen sind, wo, glaube ich, tatsächlich manche Kinder auch was mitgenommen haben, nicht nur fürs Berufsleben, sondern auch für ganz viele Bereiche in ihrem Leben, wo das auch als Qualität gefragt wird. Aber die meisten Kinder haben das als großen Verlust erlebt und als Schmerz. Jetzt kann es aber auch Kinder geben, und ich denke da jetzt auch an Kinder, die ich persönlich kenne, ja, die eigentlich die Situation in der Schule als feindlich erleben, eine Gruppe, wo sie zum Beispiel gemobbt werden, die ihr Potenzial in der Klasse nicht wirklich ausleben können, weil sie das als beschränkend empfinden. Es gibt vielleicht Kinder, die sind total aufgeblüht in der Situation, dass sie plötzlich selbst mit sich, mit den technischen Möglichkeiten, die sich bieten, mit dem Internet und dem unendlichen Reservoir an Dingen, die sich da plötzlich auftun, vielleicht neue Welten entdeckt haben. Das kann ich nicht ausschließen. Ich vermute, das ist die Minderheit. Also ich glaube, eine große Mehrheit hat Isolation erlebt. Und mit Isolation, gerade wenn wir jetzt von sozialen Bewegungen sprechen und von Macht und auch von der grünen Bewegung, ja, geht ja immer einher, dass man sich ohnmächtig fühlt. Ja. Wenn man allein ist, in den meisten Fällen hat man das Gefühl, man kann nicht wirksam werden auf der Welt. Und gerade Kinder, die ja übers Tun wirksam werden, die etwas spielen, die etwas machen, die etwas bauen und dann steht was da. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes und wichtiges Erlebnis zu sehen, dass man einen Unterschied machen kann, was bewegen kann, was verändern. Das ist ein Zustand, den erleben wir jetzt alle, dass uns das vorenthalten wird, dass wir dieses Gefühl der Gemeinsamkeit und das gemeinsame Erleben und das gemeinsame Verändern, auf das jetzt schon sehr, sehr lang verzichten müssen, indem wir uns nicht einmal begegnen dürfen. Das glaube ich schon, dass das ziemliche Narben hinterlässt bei gerade jüngeren Kindern. Sibylle, dürfte ich dich nur eine Frage stellen aus Lehrerperspektive. Sind die Lehrer für dieses Distance Learning eigentlich genügend geschult? Puh, ja, das hat man ganz deutlich gesehen im Frühjahr, dass das natürlich definitiv überhaupt nicht so war. Also es war ja dieses kollektive Experiment im März, war ja brutal. Ne? Wir sind da von einem Tag auf den anderen reingeschmissen worden. Du bist selber Lehrer, hast du gesagt? Nein, ich bin nicht. Also du bist Lehrer. Ich bin auch Bekannten, genau. Ja. Das war ja ein brutales Experiment quasi an den Kindern und Erwachsenen. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass manche ältere Lehrer, die immer gesagt haben, ich brauche das alles nicht, plötzlich hilfesuchend sich an Kollegen und Kolleginnen gewandt haben, mit der Bitte um Hilfe. Also es ist in manchen Bereichen passiert, dass man gezwungen wurde zur Kooperation, dass man gezwungen wurde dazu, sich von anderen was abzuschauen. Das wäre sicher von selber nicht passiert. Dass die dringende Notwendigkeit ist, dass wir hier massiv in Ausbildung und Fortbildung investieren und das auch anbieten, ist, glaube ich, jetzt im Letzten auch klar geworden über den Sommer. Es ist trotzdem, finde ich, erschreckend, dass dennoch nicht alle an diesen Angeboten, die es ja gibt, Sonderzahl teilgenommen haben. Man kann ja Lehrer, wie man weiß, in Österreich nicht dazu zwingen, dass sie sich fortbilden. Da wird vielleicht noch wer andere aus der Praxis dazu sagen können. Aber die Notwendigkeit ist angekommen, einfach auch aus dem Leidensdruck, aus dem sich unzulänglich fühlen in der Praxis. Man möchte auch mit den Kindern in Kontakt kommen und sehen, dass man was weiterbringt. Also ich bin guter Dinge, dass das quasi der kleine Schock war, den das System gebraucht hat, um sich zu bewegen. Sehr gut, danke Sibylle. Gabriele, was sagst du aus der Praxis dazu über dieses System? Obrigkeitsmuster, Homeschooling etc. Du musst dich. Ja, ich wollte aus der Praxis, ich kann aus der Elternpraxis sprechen, aber ich wollte auch ein bisschen was erzählen
über meine Erfahrungen in anderen Schulsystemen. Ich bin in den USA und in Japan sehr lange gewesen und ich bin einigermaßen krisenerprobt. Also diese Corona-Krise ist nicht die erste. Ich habe in Japan am Rande die SARS-1-Krise erlebt. Wir haben die Fukushima Daiichi-Atomkrise erlebt. Diese Corona-Krise habe ich in meiner Familie einigermaßen gut überstanden. Als Universitätsprofessorin bin ich auch mit Online-Distance-Learning, bin ich auch schon einigermaßen krisenerprobt und leidgeprüft. Und ich sehe nach 28 Jahren im Ausland, sehe ich wirklich vieles klarer in Österreich. Ich würde gerne eingehen auf den Punkt über holistisches Denken. Also da sehe ich in Österreich wirklich, dass mehr das holistische Denken gefördert wird, dass mehr fächerübergreifend unterrichtet wird als noch in meiner Schulzeit. Auch ganzheitliches und selbstbestimmtes Lernen ist in vielen Schulen schon integriert, aber nur punktuell. Und es ist sehr uneinheitlich und unübersichtlich. Es kommt sehr auf die einzelnen Lehrer an, auf die einzelnen Direktorinnen und Direktoren an. Es gibt auch noch Missverständnisse, zum Beispiel, dass Grundlagenwissen lockerer gemacht werden sollte, aber es geht ja eigentlich um die kreative Anwendung des Wissens. Also da ist wirklich viel Aufholbedarf. Was mich mit Besorgnis erfüllt, ist, dass das ganzheitliche und selbstbestimmte Lernen eigentlich keine Zukunft hat in den Weichen, die gestellt sind. Und das Problem eins, das ich da sehe, ist die Einführung von standardisierten Tests, Zentralmatura, Eingangsbeschränkungen für die Universität, aber auch schon für Mittelschulen. Und das zweite Problem, das auch schlimmer geworden ist, ist die Selektion und das Aussortieren von möglichst kleinen Kindern in die für sie zu dem Zeitpunkt scheinbar geeigneten Bahnen und Schulsysteme und Lernsysteme. Und in Kärnten zum Beispiel gibt es jetzt schon einen de facto Numerus Clausus für Gymnasien. Das führt jetzt dazu, dass auf Volksschullehrerinnen und Lehrer Druck gemacht wird, dass sie nur sehr gut geben. Das führt zu einer Noteninflation, was wiederum dazu führt, dass Gymnasien, die nur die besten Schülerinnen und Schüler haben wollen, Aufnahmeprüfungen einführen und so weiter. Also ich kenne diese Schleife schon sehr gut, weil in Japan, wo ich an einer sehr renommierten Eliteschule, an einer sehr renommierten Universität, die unter sich im gleichen Schulsystem eine ganze Reihe von Volksschulen, Mittelschulen, Kindergärten hat, habe ich unterrichtet und war in diesem Prüfungsadministrations, in dieser Maschine drinnen. Und das war eigentlich das, was mich am meisten seelisch geschwächt hat, muss ich sagen. Also in Japan haben sich diese Eingangsprüfungen und das System von Privatschulen schon komplett verselbstständigt. Man versucht jetzt dagegen zu steuern. Das Problem mit Eingangsprüfungen gehe ich gleich, möchte ich vielleicht später noch eingehen, aber ich möchte nur klarstellen, also Gabriele, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, meine Ausgangsfrage war, ob wir dadurch durch dieses Distance Learning einen selbstverantwortlicheren Menschen kreieren, beziehungsweise eigenverantwortlichen Menschen. Glaubst du das, dass die Kinder dadurch, durch dieses Distance Learning, eigenverantwortlicher agieren, beziehungsweise, ja? Naja, wenn man sie ins Wasser wirft, dann lernen einige Kinder schwimmen. Manche gehen unter. Also das ist meine Kurzantwort auf diese Frage. Im Übrigen stimme ich dem zu, was Sibylle und Liz vorher gesagt haben. Also es ist sehr unterschiedlich. Es kommt an auf die Charaktere, es kommt auf die verschiedenen Altersgruppen an und es kommt auch darauf an, wie die Lehrer, wie kompetent die Lehrerinnen und Lehrer sind. Und ja. Also du sagst eher 50-50 und abhängig von den jeweiligen Personen. Man kann es nicht so pauschal sagen. Ja, also ich finde wichtig, was Liz gesagt hat, dass Technologie selbst ja keine Probleme löst. Die Technologien sind ja nur, sind ja selber Obrigkeiten, wie Liz gesagt hat. Das Design der Plattformen ist auch eine Art von Obrigkeit. Die schränken auf der anderen anders ein. Aber leider haben wir bisher versäumt, den Hintergrund von denen
zu lehren und zu lernen. Und deswegen ist das jetzt, wo wir in dieser Notsituation sind, sehr schwierig, das so über Nacht einzuführen. Ne? Okay, weil du gerade vom holistischen Denken geredet hast, da hätte ich eine weitere Frage an Liz. Holistisches Denken ist die Grundlage zum Verständnis unserer Zeit. Wenn man dies versteht, ist es auch viel leichter, Themen wie Klimaschutz, Bewahrung der Erde und nachhaltiger Erhalt der Ressource Erde, sinnvolles Leben, Kultur und so weiter in den Unterricht proaktiv einzubauen, sozusagen das eigenständige und subjektive Verständnis der Welt zu fördern. Ist aufgrund dieser Veränderung nicht auch die Notwendigkeit gegeben eines Ethikunterrichts mehr denn je? Was sagst du dazu? Also jetzt meine einfache Antwort, die Notwendigkeit von Ethikunterricht ist in jedem Fall gegeben. Ja? Aber jetzt in Angesicht der Krisen, die wir haben, glaube ich, tatsächlich unumgänglich. Ja? Also kommt darauf an, wie wir damit fertig werden wollen. Aber ich denke, wenn wir Zerstörungspotenzial etc. möglichst schnell beseitigen wollen, dann ist es ja notwendig. Ich werde ein bisschen später noch kurz darauf eingehen, warum ich das glaube und dafür plädiere. Ich will noch kurz was zum holistischen Denken sagen, weil ich diesen Ansatz natürlich, wenn man den hört, wer kann dem nicht zustimmen? Ja, es ist ja schön, wenn man einen Blick auf alles werfen kann. Jetzt meine Warnung, natürlich haben wir nie diesen unabhängigen Beobachterposten. Ja, also wir werden es nicht ganz erfassen. Deshalb ist eher so mein Plädoyer, also wirklich in interdisziplinäre Projekte auch zu investieren. Ja, es wesentlich praxisbezogener zu machen. Wobei, Achtung, ich mit praxisbezogen nicht meine unbedingt ausbildungsorientiert. Praxisbezogen heißt schon, dass man auch die Relevanz für die jeweilige Lebenssituation nachvollziehbar macht. Ja? Ist was anderes, als jemanden speziell für eine Nische, für einen Beruf auszubilden und ihm sonst nichts beizubringen unter dem Motto, er braucht es oder sie braucht es später eh nicht mehr. Ja? Also das ist uninteressant für sie. Also ganz im Gegenteil. Also mein Vorschlag wäre da eher oder meine Idee, wenn ich es mir aussuchen könnte, eher noch viel mehr interdisziplinär zu arbeiten und ein Stück weit vielleicht statt holistisch weg von der Anthropozentriertheit aller Gegenstände, die wir haben. Ja? Ich denke tatsächlich, dass wir da in einer Falle sind und nicht nur jetzt, was jetzt Biologie etc. betrifft, sondern allgemein unser Aspekt ist immer auch diese Nutzenorientiertheit und ist aber ständig immer nur auf unsere menschlichen Belange bezogen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine große Herausforderung auch für den Lehrplan, einen Schritt zurückzugehen und mal eine andere Perspektive dazu einzunehmen oder diesen Anthropozentrismus, also diese Menschzentriertheit, mal wirklich kritisch mit den Schülern zu hinterfragen. Und jetzt zum Ethikunterricht dazu zurückzukommen, das, glaube ich, ist der Unterricht, wo man das gut verschränken kann. In Absprache mit den anderen Disziplinen, auch überall möglich, aber wo man diese Fragen gezielt stellen kann und auch diese kritische Perspektive auf Menschen werfen kann. Also ich glaube, der ist tatsächlich besser als jeder andere Unterricht dafür geeignet, eine Plattform zu bieten, ja. Also du meinst nicht aufgrund von Corona mehr denn je, sondern schon vor Corona war es notwendig. Corona, absolut, schon vor Corona. Die Probleme waren schon vor Corona da, ja. Also ich sehe ja Corona auch immer als ein Brennglas, ja. Also wenn wir uns anschauen, auch die Idee, okay, wie ist die Pandemie vielleicht entstanden oder welche Katalysatoren gibt es, dass Pandemien ausbrechen? Gut, also das ist ja nichts Neues. Also wenn man sich anschaut, die Geschichte von Seuchen, da hat es zumeist mit einer Umweltzerstörung oder mit Schäden im natürlichen Gleichgewicht zu tun. Das ist auch nichts Neues. Ja? Das Problem ist, wir lernen irgendwie nicht wirklich dazu, obwohl es geschichtliche Aufzeichnungen gibt, obwohl wir dieses Wissen haben, obwohl wir jetzt mit Hilfe von Naturwissenschaften Daten erheben können. Also die Frage ist, okay, wie kriegen wir Menschen dazu, ihr Verhalten zu ändern oder zumindest mal ihr Verhalten kritisch zu reflektieren? Und das ist ein Bereich, der eindeutig zum Thema Ethik gehört. Okay, danke für Thomas Lies. Sibylle, bitte. Na, ich würde nur gern kurz was ergänzen. Ich bin ja total vom Fach, aber zum Thema Ethik. Klar, alle finden gut, dass es Ethikunterricht gibt. Wir führen ihn ja jetzt auch ein. Ja, wir starten ab der 9. Schulstufe. Ist natürlich jetzt noch nicht das große, ist schon ein großes Projekt, weil wir erst einmal ja die Lehrkräfte ausbilden müssen. Es wird gerade erst der Lehrplan gemacht. Also es ist schon mal ein großer Brocken. Es ist noch nicht für alle. Wir wollen es schrittweise ausbauen, selbstverständlich wichtig. Nur, ich möchte schon das noch ein bisschen radikaler denken dürfen auch, weil ein zusätzliches Lernfach im Rahmen unseres Fächerkanons ist natürlich nicht das, was uns dazu bringt, dass wir anders denken lernen. Also ich würde, wenn ich mir wirklich was wünschen könnte und
jetzt ein bisschen von der Heilserwartung runterkomme, die sich an den Ethikunterricht und diese zwei zusätzlichen Wochenstunden knüpft, würde ich mir viel mehr erwarten von Fächern wie Herausforderungen oder Erfahrungen, wie es zum Beispiel so Schulreformerinnen wie die Margret Rassfeld ja in ihren Schulen längst praktizieren, sehr erfolgreich, wo man viel mehr geht in die Richtung konkrete physische Erfahrung, auch in der Auseinandersetzung mit anderen, mit der Umwelt, mit der Natur hinausgehen, konkrete Dinge erleben. Und das in einen Unterricht einzubetten, glaube ich, macht viel mehr mit dem, was man sich für sich vorstellen kann, wie man Handlungsspielräume erweitert. Kann natürlich selbstverständlich ergänzt werden durch quasi die Theorie im Ethikunterricht, aber ich wünsche mir viel, viel mehr Hands-on im Schulbetrieb. Also du meinst, dass in vielen Fächern das eingebunden wird sozusagen? Ich finde überhaupt, also dieser Fächerkanon gehört überhaupt so, wie er im Moment ist, aufgelöst. Ja, also in den Volksschulen machen wir es ja eh schon längst nicht mehr, Gott sei Dank, also zumindest in allen halbwegs fortschrittlichen Volksschulen. In den Mittelschulen ist es zum Teil ja, löst sich es ja auch bereits auf, Gott sei Dank, weil da die Lehrkräfte ein bisschen mehr Ahnung haben von pädagogischen Dingen. In der AHS bin ich immer wieder erschrocken, wie sehr wir immer noch an dieser Stundentafel festhalten, die wir seit 50 Jahren unverändert praktizieren. Also da ist wirklich, das ist wie ein eingefrorenes Ding aus einer Urmel, aus einer anderen Zeit, was wir da haben. Deswegen mein Ansatz vor Maria Theresa etc. Ich glaube, zu Maria Thereses Zeiten waren die Kinder, wenn sie im Sommer ernten gegangen sind, wesentlich mehr in praktische Lebensdinge eingebunden als heute. Haben wir Erfahrungen gemacht. Okay, gut. Danke, Sibylle. Gabriele, bitte, hast du noch auch was zu sagen bezüglich Ethikunterricht? Gut. Dann möchte ich noch kurz was sagen. Bitte. Also die Heilserwartung an den Ethikunterricht, die wird es von keinem Fach geben. Aber ich glaube, was das Essentielle dran ist, den Ethikunterricht, so wie er kommt, wirklich nochmal zu überdenken, ist Punkt 1, er ist nicht ideologieneutral oder zumindest ideologiebewusst. Und das ist er nur, wenn gewährleistet werden kann, dass religiöse Einflüsse, welche Religion auch immer, dort nicht vorkommen. Warum nicht? Es erstaunt mich immer wieder, wenn man diskutiert drum, ja, so ist das jetzt Begriffsglauberei unter Philosophen, geht jetzt darum, da irgendwie Pfründe zu sichern. Nein, es entspringt dem Hintergrund, dass wir nicht die Heilserwartung haben, da werden alle Probleme gelöst. Aber wenn wir einen Raum schaffen wollen, gerade wenn wir jetzt sehen, wo junge Menschen Dialog haben können, da muss es ein Raum sein, wo ich nicht das Gefühl habe, da wird dogmatisch irgendwie eine religiöse Lehre oder Werte verbreitet. Und wenn ich eins in den Projekten festgestellt habe, dann ist das, was am ersten Dialogfähigkeit ermöglicht oder Dialogbereitschaft ermöglicht, das ist, wenn man das Gefühl hat, dass die Person, die unterrichtet, nicht nur aufrichtig interessiert ist an meiner Meinung, sondern auch, wenn ich das Gefühl habe, sie will mir nicht ihre Weltanschauung verkaufen. Und ja, ich glaube, das braucht eine wirklich strenge Ausbildung. Also ich kenne mich da relativ gut aus. Ich war auch bei den Besprechungen der Ethiklehrer dabei, sowohl derer, die schon in Ausbildung sind und jetzt nicht wissen, ob sie unterrichten dürfen, als auch die, die schon immer mal in Schulversuchen Ethik unterrichtet haben und nicht mehr wissen, ob sie unterrichten dürfen, als auch die, die jetzt die Ausbildung machen wollen. Und es ist ein ziemliches Chaos. Mal davon abgesehen ist die Gruppe, die besonders interessant ist, gerade wenn es um Konflikte in Gemeinschaften geht, nicht nur kulturelle und religiöse, aber auch Geschlechterthemen etc. Das ist die Gruppe, die gar nicht erreicht wird. Polytechnikum, Schulabgängerinnen, whatever. Das ist ein Riesenproblem, weil das sind genau die Menschen, die ich niemals wieder bekomme. Die hole ich nicht mehr ab. Ich hätte in der Schule die Chance, die nochmal in ein Gespräch zu verwickeln. Na, das wird wahrscheinlich nicht alle Probleme lösen, aber es ist zumindest mal die Möglichkeit, eine andere Sichtweise rational darzulegen und in einem sicheren Raum darüber von mir aus zu streiten, ja, oder Dialog zu führen, je nachdem, wie es der Ethiklehrer oder die Lehrerin dann ausrichtet. Ja. Und diese erreichen wir beispielsweise nicht. Und das kann wirklich nicht sein, weil dann verfehlen wir quasi die Gruppe, gerade die Jugendlichen. Die wichtig wäre. Genau. Aber das ist ja völlig klar. Also wir fangen ja erst an. Ja. Gabriele, bitte. Ich kann allem, was du sagst, zustimmen. Ja, es gibt ja Projekte in Frankreich, in Österreich, weiß ich nicht, da könnt ihr mich belehren, über Philosophieren mit Kindern. Man kann ja in der Volksschule, und ich habe das auch in Japan gesehen, in der Volksschule, wo meine Kinder waren, dass mit Kindern philosophiert wird und über ethische Fragen eigentlich sehr viel gesprochen wird und das relativ fächerübergreifend.
Also das ist etwas, was ich wirklich sehr gern anpeilen würde, dass wir in der Grundschule schon mit ethischen Fragen arbeiten. Das wäre ganz toll, wenn man das in die Volksschullehrerfortbildung und Ausbildung hineinbringen könnte. Das ist das eine. Ja, das ist was recht, ja. Mhm. Und grundsätzlich in Japan, wie schaut es dort aus? Ja, ich sagte, also okay. Die Schule, aber ich habe nicht einen ganz japanischen Überblick. Ich kenne nur die Schule, mit der ich zu tun habe. Das war eine ganz normale öffentliche Schule in Kyoto. Okay. Und wurde mit Kindern, die haben auch Bücher genommen, also aus dem Französischen übersetzt, Philosophieren mit Kindern. Und haben also aber auch im täglichen Leben oft ethische Fragen besprochen. Also das ist irgendwie so ein Teil des Unterrichts. Das ist das eine. Das andere, wir haben über Religion geredet und also ich bin doch ein bisschen optimistisch, dass man vielleicht den Ethikunterricht ausdehnen können, gerade auf Kinder, die eigentlich einem konfessionellen Religionsunterricht zugeordnet werden. Also ich bin für einen Laizismus im österreichischen Schulsystem. Ich weiß, das ist ein harter und steiniger Weg. Ich glaube aber, dass es absolut notwendig ist, weil wir, wie Liz auch gesagt hat, wir brauchen einen Interdialograum. Wir müssen einen Raum schaffen, wo sich Leute verschiedener Ansichten dialogisch austauschen können. Dialog ist ein ganz wichtiger Ausdruck. Und du hast recht, es ist unheimlich schwierig, gut Dialog zu lernen. Also ich habe meine Ausbildung in Media Literacy. Und da ist Dialog, das kommt zum Teil aus der Befreiungstheologie, Paulo Freire und so weiter, da ist Dialog ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist wirklich schwierig, eigene Gedanken, eigene Ideologien herauszuhalten und zu hören. Aber das ist eben genau das, was wir Erwachsene und junge Leute und Kinder alle lernen müssen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was das ganze Schulsystem leisten kann. Okay. Wir haben gerade eine Frage aus dem Publikum bekommen. Ich glaube, ich stelle es einmal an alle Teilnehmer. Wie seht ihr das Verhältnis von Bildung und Macht? Bitte, Liz. wie sehe ich das? Also, ich habe mal drüber nachgedacht, ja. Also natürlich haben wir so diese Anschauung, wer gebildet ist, hat dann auch automatisch Macht. Jetzt, wenn ich mir anschaue, die Schulabschlüsse, die Hochschulabschlüsse, in welchen prekären Verhältnissen dann oft die Ausgebildeten, ich muss es jetzt wirklich so unscharmant sagen, dahin vegetieren, ist ziemlich skandalös. Also ich verstehe tatsächlich auch viele junge Männer beispielsweise, die dann zu mir sagen, warum soll ich mir das antun? Ja, jetzt, die kommen nicht gerade aus einem Elternhaus mit extrem hohen Bildungsabschlüssen, aber dennoch, die sagen, wozu das Ganze? Ja, also am Schluss lebe ich schlecht, bin schlecht versichert. Also das möchte ich mir nicht antun. Ja, also ich finde, das ist so ein praktisches Beispiel für mich, warum Bildung nicht automatisch Macht heißt. Wenn es darum geht, selbst ermächtigt zu werden, also selbst denken zu lernen, kritisch zu reflektieren, dann hat Bildung natürlich Macht oder kann auch zur Ermächtigung führen. Aber mein Verständnis oder was ich erlebe, meine Erfahrung ist, dass das nicht passiert alleine, sondern immer als Kollektiv. Ja? Ich glaube auch, so muss Macht verstanden werden. Also mir hilft es immer, wenn ich zwischen Macht und Herrschaft unterscheide, und mir vor Augen führt, dass Macht immer dieses interaktive Element hat, ja. Also das sind zumindest noch Partner, die changieren können, ja. Das wäre jetzt für mich eine Art von Macht, während in einem Herrschaftssystem die Hierarchie klar ist, ja. Und ein bisschen so empfinde ich auch unsere Schulsysteme noch, ja. Also da findet kein Austausch statt oder keine wirkliche Interaktion statt, sondern da gibt es dann halt den Lehrer oben und dann gibt es die Schüler unten und je nach Schulsystem kann ich dann aufsteigen, ja. Also das ist natürlich ein ganz eigenes Verständnis auch von Wissen und von Bildung, ja. Aber ich habe oft den Eindruck, dass es da eher in Richtung Fairbildung geht, meine ich jetzt tatsächlich auch polemisch. Und was mich
wirklich nachdenklich gemacht hat, war mal der Appell von der Infineon-Chefin, dass die Unis gefälligst darauf achten sollen, dass sie die Kräfte, die von ihnen abgehen, besser ausbilden, weil sie will eigentlich ja fertige Leute haben für die Praxis auch. Also sie sollen sich quasi nicht mit so unnötigen Fächern aufhalten. Ja, es ist nicht genau besprochen, an welche unnötigen Fächer das jetzt dient. Also die berühmten Orchideenfächer quasi. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, man kann sogar ausdehnen. Also natürlich sagt man dann, ja, mal, dann macht man mal die Orchideenfächer weg. Aber dann kommt man auch ganz schnell zu Fragen wie nicht nur tote Sprachen, sondern auch welche lebenden Fremdsprachen überhaupt. Ja, wie orientieren wir uns? Ja, nur nach den Ländern, die eine tolle Volkswirtschaft haben, wo der größte Nutzen rausspringt. Also wir nehmen uns ganz viel Potenzial auch weg, indem wir vorab als Gesellschaft definieren, was diese sogenannte Bildung ist. Und das ist für mich ganz weit weg von diesen das vielleicht ein bisschen romantischen Ideal auch im Humanismus, was Bildung sein kann, weiß ich schon, dass wir da auch stark versagt haben, keine Frage. Aber dennoch glaube ich, dass wir Bildung am Anfang zu stark verkürzen, zu ausbildungsorientiert sind, ganz, ganz viel Potenzial, Kreativität oder auch viele Potenziale einfach wegstreichen, ja, von den jungen Kindern, indem wir ihnen einfach vorsagen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, ja. Vielleicht nur ganz kurz ergänzend dazu, um es ganz deutlich zu sagen, ja, also Bildung führt keineswegs zu Macht, ja, und umgekehrt, Macht führt auch keineswegs zu Bildung. Das ist überhaupt kein zwingender Zusammenhang zwischen diesen beiden. Sieht man an vielem, zum Beispiel ja die Geschichte mit dem Bildungsaufstieg, dem gesellschaftlichen Aufstieg durch Bildung, was so ein ganz, ganz altes, großes Versprechen ist unserer Gesellschaft seit den 60er, 70er Jahren. Ja. Das hat eine Zeit lang vielleicht beschränkt gegolten, aber mittlerweile sieht man ja immer deutlicher, dass selbst diese Rechnung nicht mehr funktioniert. Ja. Also nicht einmal, nicht nur zur Macht führt es nicht, sondern es führt oft nicht einmal mehr zu gesellschaftlichem Aufstieg. Ja? Mhm. Und Macht verfestigt sich auf anderen Wegen. Es ist auch, glaube ich, keineswegs so, dass man sagen kann, Bildung ist grundsätzlich quasi das Gute und die Macht ist das Böse. Ja, auf welchen Wegen meinst du, Sibylle? Auf welchen Wegen meinst du, wie es ist verfestigt? Diese Macht und gesellschaftlicher Einfluss verfestigt sich dadurch, dass einfach ökonomische Macht in den Händen bleibt und vererbt wird, wo sie bereits ist. Und dass das zu durchbrechen durch Bildung, ja, indem ich über Bildung gesellschaftlich aufsteige, eher die Ausnahme als die Regel ist. Ja. Also, und damit ist eigentlich ein wesentliches Versprechen quasi der Aufklärung und der, auch der sozialdemokratischen Ermächtigungsgeschichte seit den 70er Jahren wird eigentlich gebrochen. Seit, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr seit 20 Jahren ist das sicher nicht mehr aktuell. Gabriele, wie siehst du das Verhältnis Bildung und Macht? Ich wollte ein bisschen noch eingehen auf was Liz gesagt hat. Es gibt ja verschiedene Arten von Macht. Also in der feministischen Theorie wird unterschieden zwischen Power over, Power with, Power to und Power within. Also Power Over ist das, was gemeinhin unter Macht verstanden wird. Das hat oft ein Element von Gewalt oder Manipulation hinter sich, also Macht über jemanden. Power With und Power To und Power Within sind allerdings positiv, haben sehr starke positive Komponente. Also Power With ist zum Beispiel die gemeinschaftliche Macht, die Macht, etwas zu bewegen, dank von Zusammenarbeit und Solidarität, Gemeinsamkeit, gegenseitiges Verstehen. Power Two ist eine Art individuelle Macht, die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen, zur Selbstentfaltung, zum sozialen Handeln. Power Within ist auch wieder eine individuelle Macht, kann aber auch eine Gruppenmacht sein, zur Selbsterkenntnis, Wissen um die eigene Geschichte, um die eigene Kultur, um die Geschichte und Kultur anderer. Für Europäer die Geschichte der Kolonisation zum Beispiel, der Industrialisierung oder wie andere Kulturen, so wie indigene Kulturen oder vormoderne Kulturen die Welt sehen. Und das geht auch wieder auf was, was Liz erwähnt hat, die Anthropozentrik der europäischen Kultur. Genau, da wollte ich die Frage stellen, ist das ein Unterschied Europa, Asien, sprich Japan, aus deiner Erfahrungssicht? Ja, also ich unterrichte jetzt gerade an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, unterrichte ich jetzt schon das dritte Semester über Mensch-Tier-Beziehungen und über Posthumanismus. Hm. Und da ist eben das Konzept der anthropologischen Differenz und des Anthropozentrismus
sehr, sehr wichtig. Und wir sprechen also immer wieder drüber, wir schauen uns sehr viele, zum Beispiel wir schauen uns japanische Animationsfilme an. Und zum Beispiel an denen sieht man sehr gut den Unterschied, den unterschiedlichen Zugang von der japanischen, sogar der zeitgenössischen japanischen Kultur, wie Mensch, die Beziehung von Menschen und anderen Lebewesen ist. Und zu anderen Lebewesen gehören nicht nur Tiere, nicht nur wuschelige, kuschelige Tiere, sondern es gehören auch unsichtbare Lebewesen. Es gehören Bäume, Spirits und Steine und Flüsse und ganze Landschaften, gehören auch zu den Leuten, die soziale Akteure sind. Ne? Und, also diese Weltsicht ist zum Beispiel eine, die ist wirklich befreiend. Und über solche Sachen zu lernen, führt zu Empowerment, also zu einer Power with or within. Und in weiterer Folge auch dann zu Power with, nämlich die Macht, mit anderen Leuten und mit anderen Lebewesen zusammenzuhandeln. Danke, Gabriele. Eine weitere Frage kommt herein, die möchte ich an die Sibylle stellen. Wie kann dieses starre Unterrichtsfachsystem eigentlich aufgebrochen werden? Du hast das ja schon vorher kritisiert. Wie könnte man das konkret aufbrechen? Naja, es wird viele erstaunen zu hören, dass das eigentlich alles längst möglich ist in den Schulen. Wir haben eine relativ weite Schulautonomie, wo ich mich immer wieder frage, warum wird die eigentlich von den Standorten nicht ausreichend genützt? Ja, jede Schule, die das will, kann im Prinzip Fächer zusammenfassen, fächerübergreifend lehren und lernen. Da ist ein ganz, ganz viel möglich. Der einzige Grund und das Einzige, was die Schulleitungen daran hindert, das auch umzusetzen, ist die Angst vor Veränderung, vermute ich jetzt einmal, die Angst vor Widerstand im eigenen Lehrerkollegium, die Angst vielleicht auch davor, dass es dann Unruhe gibt oder dass sich vielleicht die Eltern nicht dran gewöhnen oder dass sich die Kinder nicht zurecht finden. Also möglich ist sehr, sehr vieles und ganz viele, zum Beispiel wenn man an die Schule im Aufbruch denkt, das ist ein österreichweites Netzwerk von Schulen, die es anders probieren, also von der schon angesprochenen Schulreformerin Rassfeld, die habe ich jetzt erwähnt, es gibt in Österreich schon Dutzende Schulen, die nach so einem anderen System unterrichten, wo man quasi sowas wie Orte hat, wo bestimmte Fächer stattfinden, wo quasi Schüler und Schülerinnen, Tutoren und Tutorinnen haben, die sie halt einfach begleiten und ihnen helfen, wenn sie was brauchen, aber nicht klassischen Unterricht halten in der Klasse. Also alles das ist längst möglich aufgrund unseres Schulrechts und es wird leider der riesige Spielraum, den es gibt, viel, viel zu selten genutzt. Da müssten sich die Schulen untereinander viel besser vernetzen, sich einmal anschauen, hey, was geht woanders, was ist möglich? Ja, die Schulen im Aufbruch bieten das ja auch an, dass sie in anderen Schulen das einmal zeigen und sich auch coachen lassen. Da braucht es sehr oft auf lokaler Ebene Bildungsdirektionen, Schulqualitätsmanager, die das aktiv auch unterstützen und anregen. Die gibt es in einigen Regionen. Also ganz lustig, ich kann das gern verraten. Es gibt in Amstetten, im Bezirk Weidhofen an der Ips, ist es in Niederösterreich, ja, gibt es einen sehr, sehr rührigen regionalen Direktionsmanager, der hat da in seinem ganzen Schulbezirk, das sind ganz normale Dorfschulen, ja, die arbeiten mittlerweile ganz viele nach diesem anderen System, das hat sich quasi so schneeballmäßig fortgesetzt, wurde immer attraktiver, das weiß kein Mensch, ja, dass das nicht nur in Berlin ist, reden immer alle von Rassfeld und Berlin und diesen Modellschulen, ja, das gibt es mitten in Österreich, ja, in Niederösterreich. In anderen Regionen vermute ich jetzt einmal auch, dass es das schon gibt, ohne dass man das viel weiß. Ja. Also das müsste viel lauter erzählt werden, vielleicht auch untereinander, unter Lehrer, Kollegen, Kolleginnen. Da ist ganz vieles möglich. Aber du hast wieder gesagt, Schulautonomie. Meine Frage an dich, Sibylle, wenn man vorher das Schlagwort Selbstverantwortung bei den Schülern aufgrund von Distance Learning, Corona etc., führt das diese Selbstverantwortung bei den Schülern auch zu einer Selbstverantwortung an den Schulen? Stichwort. Das ist jetzt ein guter Punkt. Also ich finde, genau in diesem Moment der Krise haben wir gesehen, ob gerade die Schulleiter und Schulleiterinnen, denen ja eine Schlüsselfunktion zukommt, ja, auch was die Atmosphäre und das Miteinander an ihrem jeweiligen Standort betrifft, ob die in der Lage sind, so eine Krise gut zu bewältigen oder nicht. Ja. Ich habe ein bisschen mitgekriegt, wie das Ministerium jetzt quasi als oberste Instanz das manchmal wahrgenommen hat. Ja. Da gab es manchmal wirklich Verzweiflung darüber, dass an den Schulstandorten die Leute darauf warten, dass sie ganz, ganz detaillierte Handlungsanleitungen kriegen für Dinge,
die sie eigentlich selber entscheiden hätten können. Ja? Mhm. Also so Dinge, wie man in der Krise zum Beispiel organisiert, wenn die Tests kommen, wo wie werden die geliefert, wie wird das Testen organisiert, wie wird der Abfall entsorgt. Also da haben manche Standorte darauf gewartet, dass sie ganz genau vorgeschrieben kriegen, wie sie das machen müssen. Auch so Dinge wie der Schichtbetrieb. Ja? Da ist immer so ein Zwiespalt. Wenn man den Schulen vorgibt, wie sie es genau machen sollen, fangen sie an, sich aufzuregen und sagen, das und das und das geht aber nicht und ist alles weltfremd. Ja? Wenn man ihnen nichts vorgibt und sagt, macht es schulautonom, sagen sie, oh, ihr lasst uns total alleine und irgendwie keiner sagt uns, was wir machen sollen. Ja? Also dieser Zwiespalt ist ganz schwer auszuhalten in einem hierarchisch gewachsenen... Wie ist dieser Zwiespalt zu lösen aus deiner Sicht? Naja, geht nur mit der Erfahrung von Empowerment. Ja? Also wenn ich eine Krise bewältigt habe, also manche Schulleitungen wurden ins kalte Wasser geschmissen und haben es irgendwie bewältigt und haben gemerkt, hey, es geht, wenn wir einander fragen, wenn wir einander einbeziehen und können sich dann vielleicht später daran erinnern, wie sie es geschafft haben in der Krise. Also wenn man es einmal geschafft hat, schafft man es das nächste Mal wahrscheinlich schon besser. Ja? Wenn man dann stockstarr sitzt in Erwartung von einer klaren Handlungseinleitung von oben und dann grantig wird, weil die nicht kommt, ja, dann erlebt man das als Scheitern und die Leute haben wahrscheinlich Angst vor der nächsten Krise. Ja. Ich glaube, genau an dem Zwiespalt stehen wir gerade im Moment und der erzeugt so viel Nervosität im System. Also glaubst du, die Folge dieser derzeitigen Krise ist mehr Schulautonomie in Zukunft oder eher... Naja, wir haben im Moment definitiv mehr Schulautonomie als normalerweise. Wenn ich allein an die Frage denke, wie viele Kinder dürfen jetzt in die Schule kommen oder nicht. Ja, das handhaben die Schulen ganz unterschiedlich. Mir war es ja immer wichtig aus grüner Perspektive, dass die Kinder, die das dringend brauchen, gezielt reingeholt werden in die Schule. Nicht nur zur Betreuung, sondern auch für Lernbegleitung. Das war ganz wichtig und wurde am Anfang kaum angenommen. Inzwischen wird es ziemlich breit wahrgenommen, ja. Wie aktiv die Schulen sind, dass sie erkennen, welche Kinder brauchen die Nähe und die Beziehung und die hole ich rein. Dass die Lehrer sich dafür interessieren, unter welchen Verhältnissen leben meine Schüler und Schülerinnen eigentlich und was brauchen die. Das war, glaube ich, schon ganz viel an neuer Erkenntnis, die schulautonom ganz verschieden gut gelöst wurde. Wenn wir jetzt erleben werden, dass jetzt 200 Millionen zusätzliche Förderstunden etc. investiert werden sollen, da werden die Schulen auch relativ viel Freiheit haben, wie sie das einsetzen werden. Die können dann entscheiden, machen wir Matheförderung für eine Kleingruppe oder machen wir lieber was anderes, auf welche Gruppen konzentrieren wir uns, auf welche Schulstufen vielleicht, auf welche Fächer. Der autonome Spielraum ist ganz sicher gewachsen. Okay. Vielen Dank, Sibylle. Eine weitere Frage apropos Schulautonomie an Lilis. Wie sieht aus deiner Perspektive, aus deiner philosophischen Perspektive, der ideale Unterrichtskanon aus? Deine subjektive Vorstellung. Ja, meine subjektive Vorstellung kann ich nur sagen, weil ich bin ja keine Pädagogin. Also ich habe es eh schon erwähnt, das Interdisziplinäre ist wichtig, aber nicht so, wie es jetzt generell eh schon überall vorkommt. Ich bringe ein Beispiel für ein Fach, wo ich finde, dass Interdisziplinarität besonders wichtig wäre, es wird vielleicht überraschen, Geschichte. Warum Geschichte? Bringe ich immer gerne das Beispiel von einem Fund, 19. Jahrhundert bereits entdeckt, ein Grab von einem Wikingerkrieger. Die damalige Meinung war, sehr, sehr komisch bestattet, sehr, sehr komisches Gewand. Die Fachmeinung war, das war ein wichtiger Krieger und er war wahrscheinlich Transvestit. Jetzt mit neuen Forschungsmethoden aus der Naturwissenschaft hat man sich dieses Grab nochmal angesehen und hat festgestellt, dass der Krieger eine Kriegerin ist, eine sehr hohe Kriegerin ist. Diese naturwissenschaftliche Forschung hat das vollkommen geisteswissenschaftlich-kulturwissenschaftliche Weltbild auseinandergenommen, widerlegt quasi, bloßgestellt auch, nämlich die Dogmen der damaligen Zeit. Es kann ja nur ein transvestitischer Krieger sein, weil eine Frau ist unvorstellbar. Was ich damit sagen will, man sieht einfach, wie schön diese scheinbar so konträren Disziplinen zusammenarbeiten können und wie wichtig sie auch für den gesamten Erkenntnisfortschritt sind. Sehen wir auch bei Unis beispielsweise die Begrenzungen zwischen Geisteswissenschaften und dann zum Beispiel Naturwissenschaften, wo es nicht einmal möglich ist, gegenseitig irgendwelche Veranstaltungen zu belegen, weil das so hierarchisch aufgezogen ist, dass man quasi entweder wechseln muss, nochmal extra einzahlen muss oder wie auch immer gehindert wird, dass diese Disziplinen zusammenkommen. Das heißt, es beginnt schon ganz, ganz früh über Mittelschulen und AHS hinweg,
und hält sich quasi über die Universität. Was wir aber feststellen ist, dass wenn diese Disziplinen viel, viel besser und von Anfang an zusammen gedacht werden und zusammen agieren, wir tatsächliche dramatische Erkenntnisfortschritte haben, ja, die ja auch Geschichte verändern. Also auch der Blick auf Geschichte ist dieses starre Konzept, ja, aus dem wir nichts lernen können, weil es was Abgeschlossenes ist, ja, können wir jetzt quasi ad acta legen, denn mit den Naturwissenschaften können wir quasi vielleicht nicht Geschichte neu schreiben, sondern haben auch die Möglichkeit, Dinge neu zu interpretieren oder nochmal neu ja, aufzuzwirbeln, was Neues daraus zu lernen. Also das ist so mein erstes Plädoyer, ja, also da einfach nicht mehr so stark in Disziplinen, sondern tatsächlich auch im fächerübergreifenden Denken, im fächerübergreifenden Lernen mehr zu entwickeln. Lisa, eine weitere Frage aus platonischer Sicht, wie schaut dein Unterrichtsplan der Zukunft aus? Aus platonischer Sicht? Ja, du ich mir schwer zu sagen, mein Unterrichtsplan der Zukunft, schön wäre es, wenn wir es schaffen würden, ja, die Technologien, die wir haben, all diese Möglichkeiten, die wir haben, im Unterricht schon zu reflektieren. Und zwar, weil meine Grundthese ist, und das habe ich schon am Anfang irgendwie so anklingen lassen, dass wir diese Technologien und alle unsere Fortschritte, die wir hatten, jeglichen medizinischen Fortschritt, nur dann tatsächlich gescheit nützen können, wenn wir vorher schon eine Art von moralischer Integrität entwickelt haben. Ja? Also wenn wir schon ungefähr uns mal geeinigt haben, beispielsweise, wie wir vorgehen, aktuelles Beispiel, wie wir Impfstoffe verteilen etc. Ja? Also ich kann nicht erwarten, dass Menschen in einer Krisensituation wirklich super moralisch verantwortlich handeln, ja, und perfekt Bescheid wissen, was ist zu tun, wie können wir uns dem annähern, können sie nicht. Das heißt, da wirklich schrittweise vorzubereiten, ja, das wäre für mich auch ermächtigen, ja, im Sinne von Macht, ja, dem Einzelnen Macht geben, an Kollektiv Macht geben, ja. Und alles, was das fördert, und das muss nicht nur Ethikunterricht sein, ja, keine Heilserwartung, ja, aber alles, was fächerübergreifend Verständnis erzeugt, ja, Grundwissen, hätten wir Biologieunterricht beispielsweise mit einem Grundwissen für öffentliche Gesundheit, müssten wir nicht von null anfangen zu erklären, wie Viren und Bakterien funktionieren, wie wir uns davor schützen können, etc. Das muss ich sagen, hat mich selbst erschrocken, wie wenig Basiswissen ich hatte als erwachsener Mensch. Ja? Also diese Punkte sind nicht so nebensächlich, sondern gehören für mich beispielsweise fix in den Unterricht, weil sie tatsächlich nicht nur den Einzelnen gefährden können bei Unwissen, sondern auch das Kollektiv. Danke, du hast das Wort Macht wieder angesprochen. Das ist ja bei uns in der heutigen Diskussion sehr entscheidend. Da wollte die Sibylle noch einmal fragen, kann man Ungebildete von Macht ausschließen oder soll man sie ausschließen, ist die Frage. Himmel, nein, wer kommt noch so eine Idee? Ja, ist die Frage nur gewesen. Kann man oder kann man? Wahlrecht ausschließen oder von politischen Ämtern ausschließen oder von was willst du sie ausschließen? Nein, es ist nur die Frage, kann man Ungebildete von Macht ausschließen? Also nein, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Und was sagst du zum Unterrichtskanon der Zukunft? Ja, da wollte ich gerne anschließen an das, was die Liz gerade gesagt hat, weil sie das so griffige Beispiel auch mit der Gesundheit und der Medizin und der Biologie ja genannt hat, ja, wo wir tatsächlich ja verharren in einem total statischen Kasteldenken. Auch da wäre meine Antwort viel mehr sozusagen praktische Dinge, physische Erfahrung. Also da denke ich auch, wenn wir an Gesundheit denken, zum Beispiel ans Kochen, ja, ans Kochen, ans Werken, an alle diese Dinge, die sozusagen die also wenn ich über Gesundheit und über die Ernährungsschiene mich auseinandersetze mit Krankheiten, Viren, Bakterien, aber auch damit, was essen wir eigentlich und was sind die Bedingungen, unter denen unsere Nahrungsmittel zustande kommen, wie verarbeite ich sie dann auch gleich und was passieren für chemische Prozesse in dem Moment, wo ich sie verarbeite. Da kann ich so viele verschiedene Themen am Akt des Kochens quasi erklären, dass ich mich immer frage, warum nützen wir das nicht viel größer. Noch ein zweiter wichtiger Aspekt dazu wäre, dass die Schule viel mehr die Schule verlässt als Schulgebäude. Ja? Also ich sehe einen großen, großen Erkenntnisgewinn. Es gibt zum Beispiel Schulen, die machen das im Stundenplan regelmäßig, dass der Mittwoch ist der Tag, wo sie immer wo rausgehen, entweder in einen Betrieb, irgendwohin, in ein Geschäft und sich irgendetwas ganz konkret anschauen und ausprobieren. Also das ist ganz oft auch ein Zugewinn an Wissen über die Welt, gerade auch für Kinder, die einen sehr engen Horizont haben, ja, kann das ganz, ganz wichtig sein. Die kriegen nur über die Schule die Gelegenheit, andere gesellschaftliche Orte aufzusuchen. Sie von sich aus oder von ihren Eltern her käme niemand auf die Idee. Ja. Das ist eine Erfahrung, ein Horizont erweitern, das wir viel, viel stärker noch in den Unterricht bringen müssten, meiner Meinung nach.
Vielen Dank, Sibylle. Dann komme ich zur Frage, wie kann man Diversität an den Schulen in Österreich stärker fördern? Gabriele, hättest du da einen Ansatzpunkt, wie man Diversität fördern könnte an Schulen? Ich wollte eigentlich an was anderes anschließen, aber ich kann auch über die Diversität kurz reden. Genau, bitte. Ich habe keinen guten Überblick über das Bildungssystem. Ich bin eine Mutter und Unterrichtende von einer Lehrveranstaltung an einer Universität. Aber was ich in meinem Leben hier in Kärnten gesehen habe, ist, es gibt eine sehr große Diversität an Schulen. Wie Sibylle gesagt hat, es gibt sehr viele, vor allem neue Mittelschulen, die die Schulautonomie wirklich nutzen. Es gibt auch bei den Gymnasien gibt es zumindest ein paar Ansätze, die Schulautonomie zu nutzen. Und es gibt sehr viele Privatschulen. Und ich wollte ein bisschen über diese Privatschulen reden. Ich glaube, die Frage war auch dahingehend gerichtet, ja. Stichwort Waldorfschule. Ja, genau. Also ich mache mir jetzt vielleicht nicht nur Freunde, aber ich sehe eigentlich die Erstarkung der Privatschulen in Österreich, ich sehe das eher kritisch. Und bevor ich von allen Seiten angefallen werde, möchte ich erklären, wie ich dazu komme. Also in Japan ist dieses System mit den Privatschulen komplett aus dem Ruder gelaufen. Es gibt öffentliche Schulen, es gibt Privatschulen. Das sind zwei parallele Schulsysteme. Die Leute, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder in Privatschulen. Auch Leute, die es sich nicht leisten können, schicken ihre Kinder in Privatschulen, verschulden sich dabei bis über ihr Lebensende hinaus. Dieses System an Privatschulen, um in diese Privatschulen hineinzukommen, braucht man nicht nur Geld, man muss auch sehr gute Noten haben. Dadurch kommt immer mehr Leistungsdruck auf schon die kleinsten Kinder. Also es gibt schon Aufnahmeprüfungen dieses Privatschulsystem, bei dem ich so am Universitätslevel unterrichtet habe, da hatten wir Volksschulen, wir hatten Kinder. Also da gibt es bereits Aufnahmeprüfungen für den Kindergarten. Und wer in den Kindergarten die Aufnahmeprüfung erfolgreich für den Kindergarten schafft, wird es auch im Endeffekt schaffen, aus dieser Schule herauszukommen. Es führt zu größerer sozialer Stratifizierung. Es wird sehr einsilonisiert und viele dieser Privatschulen sind auch religiös. Und das sieht man auch in Österreich immer mehr, dass religiöse Organisationen immer mehr in den Bildungssektor drängen. Wir haben natürlich eine Tradition von religiösen Schulen im österreichischen Schulsystem. Ich sehe das sehr kritisch. Ich würde empfehlen, das Wachstum der Privatschulen nicht zu forcieren. Ich würde mehr auf Diversität und Angebot und Qualität innerhalb des öffentlichen Systems setzen. Das kann unheimlich schief gehen. Sowohl in den USA als auch in Japan haben die Privatschulen schon so eine Eigendynamik entwickelt, dass sie den öffentlichen Schulsektor komplett erdrücken. Und werden auch zu Wirtschaftsfaktoren, und auch zu ideologischen Faktoren, die dann sehr schwer wieder unter Kontrolle zu bekommen sind. Okay, danke, Gabriele. Also, bitte, Sibylle. Ja, danke für die Frage. Das ist nämlich mein absolutes Lieblingsthema und ich möchte an die Gabriele wirklich anschließen. Also ich bin eine ganz, ganz große Verfechterin des öffentlichen Schulsystems und ich sehe da riesige Versäumnisse, dass wir da mehr tun müssen, was die soziale Durchmischung betrifft. Weil wir haben ja, du hast es ja eindrücklich beschrieben, bei Japan, da ist es ja so eine Leistungsgeschichte und so eine bei Tests abschneiden, dass man wo reinkommt. Ich sehe in Österreich eigentlich, dass wir uns gar nicht so sehr einem Leistungs- und Testdiktat unterwerfen, sondern ich sehe eher am Werk eine ganz starke Sehnsucht nach einem sozial homogenen Milieu. Ja? Das heißt, wir versuchen, und da schlage ich jetzt durchaus wir, weil ich meine auch wir Eltern im weitesten Sinn, da sind viele, viele beteiligt an diesem gesellschaftlichen Prozess, versuchen vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, vielleicht aus Angst, vielleicht, weiß ich nicht, zu schauen, dass mein Kind möglichst unter seinesgleichen irgendwo landet. Ja? Und das ist, finde ich, ein verheerender Mechanismus, der nicht nur eine ganz starke soziale Segregation oft innerhalb eines Bezirks und innerhalb auf einer Straße erzeugt, sondern auch wirklich Kindern Erfahrungen wegnimmt, die sie machen könnten,
wenn sie gemeinsam Alltag erleben mit Kindern, die sie normalerweise, wenn sie jetzt nur ihre Freunde und die Freunde ihrer Eltern treffen, nicht begegnen würden. Also ich glaube, wir vergeben uns da einer riesigen Chance, gesellschaftlich voneinander zu lernen und zusammenzuwachsen. Und ich verstehe, und gerade wenn wir jetzt von den Privatschulen zum Beispiel reden oder auch von Alternativschulen reden, mich schreckt das schon immer sehr, dass ich sehe, dass viele Alternativschulen, ich sage nicht alle, ja, aber allein schon dadurch, dass man halt doch dann relativ viel Schulgeld zahlt, sind das sehr homogene Milieus von Künstler- und Schriftstellerkindern, um es einmal ganz brutal zu sagen. Ja? Und das ist eigentlich, meint man zwar, das wäre die alternative Pädagogik, um die es da geht, aber am Ende ist das nichts anderes wie die Diplomatenkinder in der Kadettenschule früher, ja? Dass man da doch ein homogenes Milieu herstellt. Und umgekehrt, sogar im öffentlichen Schulsystem sehen wir die Segregation. Ja? Wir sehen die Ganztags-Campus-Schulen, die eigentlich jetzt, obwohl öffentlich, Mittelklasse-Schulen sind, weil die Eltern ja berufstätig sein müssen, um überhaupt dort einen Platz zu kriegen, so ist das zumindest in Wien. Und dann haben wir Schulen, die ganz klar definiert sind als die Schulen, das sind, da kommen alle hin, die übergeblieben sind, überall anders. Ja? Also wir haben die Massierung von sozialen Problemen an ganz wenig Standorten. Ich bin da gerade, das ist gerade eins der Themen, das mich ganz extrem beschäftigt, weil wir haben, wenn wir Österreich... Sibylle, dürfte da nur eine Zwischenfrage einbauen. Verstärkt, weil wir beim Homeschooling waren, verstärkt dieses Homeschooling auch diese soziale Kluft, diese gesellschaftliche Kluft? Weil viele haben besseren Zugang, Stichwort schnelleres Internet, Laptops etc. Na, selbstverständlich, aber da sind wir jetzt wieder bei einer individuellen Geschichte. Ja? Ich habe jetzt vorher eigentlich von der Segregierung der Standorte gesprochen und wollte nur den einen Gedanken noch zu Ende führen. Okay, bitte. Wir haben in Österreich etwa 500 Standorte, Schulstandorte, wo sich quasi alle sozialen Probleme massieren. Da hat quasi jedes Kind, das in eines dieser 500 Schulen geht, hat eine Gleichzeitigkeit von allen Faktoren, die das Leben schwer machen. Armut, traumatische Erfahrungen zu Hause, beengte Wohnsituation. Da kommt einfach alles zusammen bei jedem einzelnen Kind. Ja? Und das sind aber insgesamt nur 500 Standorte in ganz Österreich, wo quasi jedes Kind in dieser Schule diese Probleme hat. Das ist natürlich jetzt für die Lehrkräfte dort wahnsinnig schwer und auch für die Kinder wahnsinnig schwer, weil sie nur umgeben sind von anderen, denen es die gleich belastet sind. Ja? Also da müssen wir was tun. Wir müssen zum Beispiel schauen, dass wir diese Kinder mehr in Ganztagsschulen bringen, wo es mehr soziale Durchmischung gibt. Zum Beispiel. Zu deiner anderen Frage, hat das die Kluft verstärkt? Na, selbstverständlich. Ja? Wir wissen ja, was für einen großen, das haben wir ja alle erlebt, die Kinder haben, ja, was für einen großen Anteil jetzt das Umfeld zu Hause ausmacht, ob ich da jetzt ein funktionierendes Gerät oder ein kaputtes, altes Gerät mit einem kaputten Akku habe, ob ich eine Ruhe habe, wo ich lernen kann oder ob fünf kleine Geschwister über mich drüber hupfen, ob meine Eltern womöglich eh den ganzen Tag berufstätig sein müssen und ich muss eigentlich nebenher auf die fünf kleinen Geschwister noch aufpassen, während ich irgendwie da auf meinem kaputten Handy meine Aufgaben machen muss. So Dinge wie, ob ich einen Drucker habe zu Hause, was ja einfach bei vielen Schulen automatisch, also irgendwie vorausgesetzt wurde, dass man zu Hause einen Drucker hat, ja, oder ein leistungsfähiges WLAN habe. Ja? Das sind Dinge, da haben natürlich ganz viele Kinder massivst gelitten. Im ersten Lockdown sind uns ein paar Kinder wirklich verloren gegangen auf diesem Weg. Das hat uns wahnsinnig geschreckt. Wir haben dann wirklich versucht, aktiv gegenzusteuern, eben mit diesen Lernstationen und dieser Direktive an die Schulen, genau diese Kinder gezielt in die Schulen zu holen, die zu Hause nicht lernen können. Ja? Sibylle, eine kurze Frage, weil die Frage ist jetzt öfter gestellt worden, aber ich glaube, du hast sie eh schon beantwortet. Wie kann eine echte Schulautonomie hergestellt werden oder durchgesetzt werden, eine echte? Ja, Warum ist es so schwierig, es umzusetzen? Wenn die bestehenden Rahmen einfach ausgenutzt würden von den Schulen, ja, da wären wir schon 100-mal weiter, als wir im Moment sind. Ja. Also wir müssen nicht die gesetzlichen Regeln wahnsinnig verändern, damit Schulautonomie möglich ist. Ja. Man muss nur die bestehende Autonomie sich nützen trauen. Dann haben wir eine echte Schulautonomie. Danke. Ich wollte das schon vorher sagen. Also ich bin ganz auf deiner Linie, dass die Schulautonomie besser genutzt werden sollte. Aber ich höre auch, dass sehr viele Lehrerinnen und Lehrer unter sehr prekären Arbeitsbedingungen arbeiten. Dass sehr viele mit zu wenige Stunden Teilzeitarbeit sind. Also es ist wirklich sehr schwierig für viele, das mehr zu tun, als sie ohnehin schon tun. Noch dazu, was du auch angeschnitten hast, Ausbildung, Fortbildung ist weder verpflichtend, noch wird es besonders honoriert. Ja?
Das ist auch etwas, wo wir ansetzen müssten und das geändert werden müsste, ganz, ganz dringend. Also die prekären Arbeitsbedingungen sind sicher etwas, die das Ausschöpfen der Schulautonomie erschweren. Also ich kenne mehrere Direktorinnen und Direktoren in Kärnten, die haben nicht einmal eine Sekretärin. Es gibt Direktorinnen, die für was früher 4 Volksschulen waren, allein verantwortlich sind und sie haben nicht einmal eine Bürokraft. Ja, aber da sage ich jetzt wirklich dazu, das gibt es. Wir haben im letzten, vor einem halben Jahr ungefähr, das Programm 1000 Stellen für Support, administratives Supportpersonal an den Schulen gemacht. Das gibt es eine 75-prozentige Förderung vom AMS. Da müssen gefälligst die Schulerhalter, sprich die Länder, diese Mittel abholen und diese Leute einstellen. Also von Seiten jetzt der Bundesregierung, und da spreche ich jetzt als Bildungssprecherin, das haben wir auf den Weg gebracht. Das war mit ein Erfolg wirklich von uns Grünen in der Bundesregierung, ja. Das sind 1000 Stellen, administrative Sekretärinnenstellen für Pflichtschulen speziell. Es müssen nur bitte die Bildungsdirektionen, die Länder, das abholen kommen. Und ich bin sicher, das ist ja speziell auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ganz viele arbeitssuchende Menschen, gerade in strukturschwachen Regionen. Wir haben Sekretärinnen-Arbeitslose, die sich freuen über so einen Job. Ne? Für die ist das eine ganz neue Chance, vielleicht in einer Gegend, wo sie wenig andere Möglichkeiten haben. Also warum das immer noch nicht ganz ausgeschöpft wird, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie sie... Wir haben jetzt gerade von der, sozialen Kluft gesprochen und da ist eine Frage, Voraussetzung auch im Homeschooling ist halt ein schnelles Internet. Und die Frage ist, sollte man das rechtlich definieren als ein Grundrecht? Liz, wie siehst du das aus philosophischer Perspektive, dass man das quasi rechtlich als Grundrecht definiert, als quasi als subjektives Recht, einklagbares Recht, das Anspruch auf schnelles Internet? Naja, ich wäre ja schon froh, wenn man rechtlich fixiert, dass es einen Zugang zum Internet überhaupt gibt, ja. Ich kann mich an Diskussionen auch erinnern, kann es kostenloses WLAN an gewissen Plätzen geben, wo dann die Sache war, ja, warum? Ja, die müssen sich halt die Jugendlichen selbst beschaffen oder müssen die Eltern finanzieren, also wo man jetzt nicht auf die Grünen hingezielt, sondern auch, wo man einfach auch von bezirkspolitischer Seite dann geknausert und gesagt hat, naja, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, ja, also wollen wir uns das antun, was ich eine müßige Frage fand, jetzt wo so vieles auch online stattfindet, auf Ämtern etc., also da herumzuknausern und zu sagen, jeder müsste sich sein Internet daheim selber checken, das finde ich tatsächlich etwas seltsam, ja. Was das Problem ist, dass ich mit dem Internet als Grundrecht auch die Pflicht irgendwie reinnehmen würde, jetzt gerade wenn es um Bildungsbelange geht, nämlich auch die richtige Handhabung, ja, mit dem Internet. Warum sage ich das? Ja, also nicht nur im Hinblick auf dieses Empowerment von Jugendlichen, also zu wissen, wie sie mit Social Media umgehen können etc. Das gehört natürlich auch dazu. Aber auf der anderen Seite auch hier Politik in die Pflicht nehmen, Staaten in die Pflicht zu nehmen, einmal die kritische Rolle auch zu sehen von Konzernen, Monopolen, Algorithmen etc. und hier auch tatsächlich eine Beteiligung von diesen Monopolisten einzufordern. Also tatsächlich auch eine finanzielle Beteiligung. Die sind Player, transnationale, aber auch nationale in den Staaten, die wir ja trotzdem haben. Ja? Also diese Vorstellung von dem Internet als demokratischen und freien Raum, die würde ich ja schon sehr stark in Frage stellen. Und ich erinnere mich auch an den Erfinder des Internets, der Tim Berners-Lee, der schon Jahre zuvor gewarnt hat, dass das quasi ein Totalversagen ist und wir müssen jetzt sofort einschreiten, Staaten müssen einschreiten, da ein Regelwerk unter einen Wertekanon zu entwerfen, ja, wie ein Internet oder wie Internet funktionieren kann, was erlaubt ist etc., ja, und wie gesagt, es ist sehr lobenswert, dass wir jetzt Programme wie Hass im Netz etc. bekommen, aber wie gesagt, das ist noch längst nicht genug, also einfach nur jetzt wieder Technologie zur Verfügung zu stellen, ja, natürlich auch, aber bitte nicht ohne wieder vorher zu sichern, dass es Wissen gibt, dass man Wissen um die Handhabung hat, ja, sonst sind wir wieder Opfer von Fake News oder dass wir überhaupt nicht die moralische Integrität haben, dass wir nicht wissen, wie wir es anwenden können, für was wir es nutzen können, ja, also für mich geht das ein bisschen, dieses Grundrecht auch mit dieser Pflicht, dieses Wissen und dieses Handling zur Verfügung zu stellen, ja, Hand in Hand. Ja, weil sonst haben wir genau das, dass diese Macht, ja, die sie auch hätte und diese Ermächtigung umschlägt, dass halt nur mehr der dann durch laute Präsenz dann diese Macht hat, ja, und sich diese Macht auch kaufen kann, ja. Also egal, ob ungebildet oder gebildet.
Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der wesentlichen Punkte. Und mein zweiter, und damit ist mein Statement eh schon zu Ende, ist, ich fand sehr cool, dass der Tim Berners-Lee darauf hingewiesen hat, es wäre endlich Zeit, eine Webwissenschaft einzuführen. Also eine Disziplin, die sich tatsächlich profund mit Spezialisten, mit all diesen Belangen auseinandersetzt, ja, und da wirklich eine Forschungsdisziplin zu begründen, die an Universitäten gelehrt wird, wo wirkliche Fachkräfte dann Bescheid wissen und auch wissen, wie zu programmieren ist, etc., whatever, ja, fand ich ein sehr gutes Statement von ihm. Danke, Liz, du hast das Thema Technologie angesprochen, da wollte die Gabriele fragen, muss sich dahingehend auch in der technischen Pädagogik was ändern, wenn die Technologie sich ändert? Ich wollte noch sagen, liebe Liz, diese Forschungsdisziplin gibt es bereits und der Kampf, den Mr. Berners-Lee, von dem er gesprochen hat, also ich war vor 20 Jahren, in den frühen Nullerjahren dabei bei einer Gruppe von Leuten, die beim United Nations Summit on the World Information Society, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausgesprochen, World Summit on the Information Society, dass wir gekämpft haben, dass es ein gerechtes Internet gibt, dass Zugang und das Recht auf Kommunikation als internationales Recht verbrieft wird. Dafür haben wir gekämpft. Wir haben dafür gekämpft, dass die Konzerne in die Pflicht genommen werden. Wir haben jede Schlacht verloren. Wir haben sie alle verloren. Es hat niemanden interessiert. Einige meiner Kollegen sind dran geblieben und haben traurig weiter dokumentiert, was passiert ist. Also einige davon haben zum Beispiel jetzt dokumentiert, wie das Recht zur Kommunikation in Brasilien auseinandergefallen ist, wie die freie Radiobewegung und von Rechtsradikalen übernommen worden ist und so weiter. Die Schlacht war schon mal gekämpft. Sie ist verloren worden. Man könnte wirklich zurückgehen und schauen, was wurde damals gefordert. Ich persönlich, ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich bin der Schlacht etwas müde. Aber es gibt Leute, die da noch fleißig dabei sind. Und also in der Medien- und Kommunikationswissenschaften, in den Informationswissenschaften, es gibt Leute, die sogar interdisziplinär arbeiten. Ich war in Tokio am Institut als Postdoctoral Research Fellow auf einem interdisziplinären Institut, wo Roboterforscher, Juristen und Medienwissenschaftler, Journalismus-Experten zusammen in einem Institut gearbeitet haben. Und ich will nicht sagen, dass das super funktioniert hat in diesem einen Fall, dass die interdisziplinäre Arbeit so wunderbar war und wirklich so toll interdisziplinär war. Aber diese Ansätze gibt es und die sind auch weiterentwickelt worden. Und also ich bin da, in dem Fall bin ich total bei dir, Liz, dass also die Trennung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften ist ganz, ganz störend und behindert sehr viel Fortschritt. Und es verstärkt natürlich auch die Gender Gaps, die wir haben, ne? Weil sich die Mädchen in Geisteswissenschaften hineinsortieren und dann vermehrt in diesen Bildungsjob, auf diese Bildungsschiene kommen, die zwar sehr viel kostet, aber zu keinerlei finanzieller oder sozialer Macht führt. Also ich habe auch angefangen, Philosophie zu studieren, aber ich habe gesehen, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen nach 10 Jahren noch immer Taxifahrer waren und habe dann versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. Gabriele, die Frage, die ich dir vorgestellt habe, was die Liz auch gesagt hat, bezüglich Technologieänderungen, siehst du dahingehend auch, muss sich dahingehend in der technischen Pädagogik etwas ändern? Sprich, ja, andere Kommunikationsmittel etc. Richtig. Also du hast mir natürlich so einen Softball zugespielt, weil in Media Literacy arbeiten wir auch schon. Also meine Mentorin Suzuki Midori arbeitet seit den 70er Jahren an diesem Problem. Also sie arbeitet jetzt nicht mehr, sie arbeitet in mir weiter. Sie ist leider verstorben. Aber es geht um nicht nur Kompetenzen, also Media Literacy wird leider auf Deutsch immer als Medienkompetenz oder oft als Medienkompetenz übersetzt. Das ist natürlich grauenvoll und komplett falsch, weil es geht dabei um kritische Kompetenz. Und zwar die kritische Kompetenz bezieht sich nicht nur darauf,
also zu kritisieren die Inhalte von Medien und so weiter, sondern eben auch, wie Alice und auch Sibylle vorher erwähnt haben, es geht darum zu verstehen, wie funktioniert das Mediensystem? Wer hat Macht im Mediensystem? Wer hat Verantwortung in dem Mediensystem? Wer sollte Verantwortung haben und Macht in diesem Mediensystem? Probleme wie Hass im Netz können im Ethikunterricht, aber auch im Media Literacy-Unterricht behandelt werden. Wir haben schon vor Jahrzehnten Vorschläge gemacht, wie man Hass im Netz behandeln kann. Wie kann man sexistische Ausschreitungen im Netz behandeln, ohne jetzt zu absolut radikalen Methoden zu greifen, ohne den Leuten, die wirklich etwas zu sagen haben, den Mund zu verbieten. Auf eine dialogische Weise, das geht, aber das muss man üben. Das muss man üben und das kann man nicht in einem Seitenarm des Bildungssystems irgendwo lernen, sondern das muss wirklich diese Dialogfähigkeit und dieses Verständnis für ökonomische, technologische Zusammenhänge, das muss Hand in Hand gehen mit einer Dialogfähigkeit. Das muss man lernen. Und also Media Literacy ist ein Ansatz dazu. Okay, danke, Gabriele. Da kam eine Frage auch rein an die Sibylle. Wie kann man Landes- und Bundesstruktur auf die Schule bezogen am leichtesten zusammenführen? Oder hast du da irgendeinen Vorschlag? Wie was das für eine Frage, ja, kann ich dazu sagen. Also, ich bin ja jetzt ein Neuling in der Realpolitik. Ja? Und als ich jetzt noch Journalistin war, hätte ich mich hingesetzt und hätte einen Kommentar geschrieben und gesagt, wieso kann man nicht einfach die Landes- und die Bundesschulen zusammenführen? Sollte doch kein Problem sein. Ja? Wenn man das dann erlebt, was das wirklich heißt, wie Macht in Österreich immer wieder bei der Macht ja, verteilt ist, wo real die Macht liegt, wie diese, also allein diese Bund-Länder-Frage, ja, wie viel Energie das in Österreich frisst, dass sich die matchen und austarieren müssen die ganze Zeit. Also, aber wie man diesen gordischen Knoten durchschlagen soll, ja, ich hoffe, dass das niemand von den Grünen in dieser Bundesregierung verlangt, ja, dass sie dieses Problem, an dem alle Generationen von Politik gescheitert sind bisher und eine grundsätzliche Neuordnung des Bund-Länder-Verhältnisses auf die Reihe kriegt. Ja? Also wenn ihr das wirklich erwartet, dass wir das schaffen in unserer allerersten Legislaturperiode, dann fürchte ich, habt ihr uns überschätzt. Ja? Also klar, wäre das der beste Weg, das alles in einer Hand. Ja? Wir leiden ja politisch jetzt. Ich sage das ja aus Bundesperspektive. Irrsinnig drunter, dass wir immer das Gefühl haben, wir schütten da jetzt einfach irrsinnig viel Geld ins System, was die Pflichtschulen betrifft. Die Länder sagen, okay, Dankeschön und machen dann damit, was sie wollen. Ja? Das heißt, jede Verbesserung, die du eigentlich machen willst im System, dafür hast du gar keine Steuerungsmittel in der Hand, weil du gar nicht weißt, was die Länder konkret eigentlich mit dem Geld, das du ihnen gibst, überhaupt machen. Das ist eines der Grundprobleme in unserem Schulwesen. Ja? Und jeder Reformvorschlag, der sozusagen an uns gerichtet wird, ja, endet damit, dass wir nur sagen, also die Länder sagen natürlich immer, wir brauchen mehr Geld. Na, natürlich immer, ja. Aber die Länder wollen mehr Geld, ohne dass sie genau Verpflichtungen eingehen, was sie genau mit diesem Geld zu tun haben. Ne? Das ist das Grundproblem der Landes- und Bundespolitik im Bildungswesen. Ja, und daran. Danke Sibylle. Jetzt ein Abschluss. Okay, als Abschlussfrage ans Podium. Wie soll die Schule für euch in 10 Jahren aussehen? So eine Wunschvorstellung für das Podium. Beginnend mit Liz, bitte. Also, ich würde mir wünschen, dass wir gleich am Anfang beginnen, dass die Elementarpädagogik aufgewertet wird und dass man sich hier mal wirklich anschaut, wie man auch das Personal fördern kann, wie man den sozialen Status raufbringen kann, ja, also wie man auch schafft, dass man ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Pädagoginnen und Pädagogen erreicht, ja, ich halte das für unumgänglich, weil das ist der Einstieg ins, ins Bildungssystem, aber zumindest zu Bildung. Zweitens wünsche ich mir Verbesserungen in Bezug auf Körperlichkeit.
Die Sibylle hat es eh schon angesprochen, ja. Also dieses Rausgehen kann ja auch sein in Folge von Projekten, Outdoor-Geschichten, Reisen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch diese körperliche Erfahrung zu machen, ja. Also na, es geht jetzt nicht direkt nur um Schmerz, aber auch diese eigenen Grenzen zu spüren, da mal zu sehen, man ist ausgesetzt, nicht missverstehen jetzt im Sinne von Mobbing, aber ausgesetzt vielleicht einer fremden Sprache, ja, oder man muss sich mal erproben, etc. Ich glaube, dass das ganz wichtige Erfahrungen sind, die bleiben. Also auch für die Gruppe dann und auch für die Schulklasse. Aber ich glaube, dass man da auch schauen muss, dass das nicht unterfinanziert wird. Gerade jetzt auch im Hinblick nach der Corona-Krise. Ich meine, gut, wir haben jetzt vor 10 Jahren geredet, ja. Aber je nachdem, wie sich auch Wirtschaft etc. wieder erfängt, ich glaube, da zu sparen, das wäre ein riesiger Fehler. Gerade auch das Reisen als Horizonterweiterung, ja. Als Bereitschaft auch vielleicht woanders zu forschen, woanders zu studieren. Sei jetzt Erasmus etc. Alles, was in diese Richtung geht, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Und der dritte Punkt, natürlich argumentiere ich jetzt dafür, ja, also zu schauen, dass wir Dialogräume schaffen, interdisziplinäre Dialogräume schaffen. Und für mich ist jetzt einfach eine der einfachsten und Anführungszeichen Methoden, da am Ethik für alle Unterricht weiterzuarbeiten. Also einfach, um auch gewaltfreie oder möglichst, ja, gewaltpräventive Räume etc. zu schaffen für einen Austausch, der auch jenseits von Anthropozentriertheit, jenseits von irgendwelchen religiösen oder Klassenbeschränkungen etc. stattfinden kann. Okay, vielen Dank, Chris. Sibylle, bitte deine Wunschvorstellung oder deine. Ja, zwei der Punkte wären auch auf meiner Liste gewesen, ja, wobei gerade was die Elementarpädagogik betrifft, ich sogar noch früher anfangen täte. Also ich glaube, gerade was Bildungsbiografien betrifft von Menschen, die beginnen ja noch viel früher. Ja? Also ich würde bei der Elternarbeit und bei den ganz frühen Hilfen noch beginnen, weil wirklich da schon Entscheidungen gefällt werden und Kinder entweder eine Ausgrenzungserfahrung machen oder eine Zugehörigkeitserfahrung, wo man, wenn man auch die Eltern einbezieht, am meisten ausrichten kann, noch bevor die Entscheidung fällt, in welchen Kindergarten ein Kind kommt. Ja? Das wäre mal der eine Punkt. Der zweite, ja, da bin ich ganz bei dir, also was die Erfahrung, ja, und das Physische betrifft, das habe ich eh schon ausgeführt. Auch extrem wichtig. Vielleicht noch mit einem speziellen Fokus auch auf die Mehrsprachigkeit. Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir diesen riesigen Schatz der Mehrsprachigkeit, den wir haben in diesem Land, immer nur als Defizit benennen, ja, und niemals einmal sehen, was da eigentlich für eine Ressource schlummert, die auch ganz viel zum Selbstwertgefühl von Kindern beiträgt, wenn sie einmal in ihrer Gesamtheit und mit dem Wissen, das sie ja auf anderen Wegen erworben haben und nicht in der Schule, einmal wahrgenommen werden und das auch mal aufgenommen wird. Das wäre noch eine Ergänzung zu diesem Punkt. Ja. Danke, Sibylle. Gabriele, bitte, deine Wunschvorstellung. Ihr habt mir so wenig übrig gelassen. Ich glaube, es ist wichtig zu fragen, was wir wollen mit dem Bildungssystem. Also ich glaube, wir wollen ein Bildungssystem, das die jungen Leute und auch die älteren Leute ermächtigt, dass wir damit kreative, kompetente, mündige Kinder und Erwachsene haben. Leute, die die Welt, die sie erben, besser machen können. Und dazu braucht man zum Beispiel Dinge, die wir hier erwähnt haben. Eine bessere soziale Durchmischung, gut ausgebildete Lehrer und gut fortgebildete Lehrer lernen mit Leuten verschiedenen Alters, lernen draußen, außerhalb des Klassenzimmers. Die technologischen Tools, Möglichkeiten, die wir haben, nützen uns, aber nicht auf sie verlassen und sie auch kritisch verwenden und sie oft auch weglassen, ganz bewusst weglassen. Ich glaube, das ist wirklich, dahin geht die Zukunft. Ich sage noch einmal Dialog und ich bin ganz, also ich wollte über die Mehrsprachigkeit reden, weil meine Kinder dreisprachig sind und erlebt haben, wie ihnen das eigentlich nur zum Nachteil gereicht. Ob das in Japan ist oder hier oder auch in Amerika, das Faktum, dass sie drei kompetent in drei Sprachen sind, dass sie drei Muttersprachen sind, ist ihnen eigentlich nur als Schaden hingestellt worden. Ich muss ihnen immer versichern, sie fragen mich immer, warum muss ich Deutsch, warum muss ich Englisch, warum muss ich Japanisch?
ich kann Sie nur darauf vertrösten, dass wenn Sie erwachsen sind, dass es Ihnen gut tun wird und dass Sie dadurch mehr Freunde haben werden und was weiß ich. Aber innerhalb des Schulsystems wird eigentlich Ihnen nur aufgedrückt, wie schlecht es ist, dass Sie kein Deutsch, dass Ihr Deutsch so schlecht ist. Und sogar das Englische, die englische Native Speaker, es wird Ihnen keine Möglichkeit gegeben, das zu entwickeln und auszuleben, einfach weil die Lehrer sind zu schüchtern. Und ich habe keine Ahnung, was der Grund ist, aber es ist wirklich, es ist eine Verschwendung. Es ist eine Verschwendung. Kinder, die Arabisch als Muttersprache haben, haben keine Möglichkeit, sich schriftsprachlich zu bilden in Österreich. Das ist doch irgendwie lächerlich, oder? Warum gibt es da eigentlich keine Möglichkeit? Also da, ich hoffe, dass wir, also dass Mehrsprachigkeit wirklich als die Ressource gesehen wird. Darf ich nur einen Satz sagen? Bitte, Sibylle. Also in unserer grünen Regierungsprogrammatik steht das bei uns im Bildungsdings ganz oben. Ja, das ist eines der nächsten großen Themen, denen wir uns wirklich widmen wollen mit Leib und Seele als Grüne in dieser Regierung. Ja, das Mehrsprachigkeit in der Schule. Das brauchen wir wirklich, ja. So, vielen Dank. Nun sind wir am Ende der Veranstaltung gelangt. Ich bedanke mich beim Podium für die spannende Diskussion, beim Publikum für die spannenden Fragen auch und interessante Fragen. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Guten Abend. Danke euch. Danke. Danke euch allen. Es war wirklich ein Vergnügen. War super. War wirklich schön. Ja, schönen Abend. Danke. Danke, Alexander. Thank you.